Eigentlich hat unser heutiges Zeitalter irgendwo vor ein paar hundert Jahren begonnen. Da hat die katholische Kirche so ein Monopol gehabt für die Geistigkeit. Ja, und wenn einer plötzlich irgendetwas gesagt hat, was dieser Vorstellung, wie der geistige Zusammenhang der Welt besteht, dann hat die katholische Kirche zugeschlagen. Nicht? Giordano Bruno wurde verbrannt, weil er ein anderes Weltbild in die Welt gesetzt hat. Ja, Galilei musste widerrufen, weil er in die Sterne geschaut hat und gesagt, nicht die Sonne dreht sich um die Erde, sondern umgekehrt. Ja? Und dieser Zustand wurde immer dramatischer, weil das Zeitalter damals, die Aufklärung bzw. die Renaissance, danach gerufen hat, mehr zu wissen über die Welt. Ja? Und die katholische Kirche hat eigentlich dieses Wissen unterbunden. Und da trat Descartes auf den Plan. Und Descartes hat gesagt, ja, ihr katholische Kirche, ihr seid zuständig für den Geist. Aber die Materie ist kein Geist. Die Materie ist tot. Ja? Und deswegen darf man da ruhig forschen und auch Vorstellungen entwickeln, weil damit das Monopol der Kirche auf die Geistigkeit der Welt nicht berührt wird. Und da hat das begonnen mit diesem Begriff, Geist und Materie ist ein total unterschieden. Die Materie ist tot. Damit hat eigentlich dieser seltsame Dualismus begonnen, der bis in die heutige Zeit hereinreicht. Ja?1934 verliert Reich die Aufenthaltsbewilligung für Dänemark und muss nach Oslo auswandern. Doch auch diese Station seines Exils ist nur von kurzer Dauer. Aufgrund der drohenden Invasion Nazi-Deutschlands in Norwegen muss Reich in die USA flüchten. Wilhelm Reich erhält aufgrund einer Einladung seines amerikanischen Kollegen Theodore Wolff ein Einreisevisum und entkommt auf der letzten Schiffspassage nach New York. Fazit nach 18-jähriger schwerer wissenschaftlicher Arbeit, nach 25 Jahren Heimatlosigkeit und Wanderschaft, ohne Heimat und ohne Pass, ein emigrierter Jude, Sexuologe, Wissenschaftler, Sozialist, ohne wissenschaftliche organisatorische Stütze, als Scharlatan, Schwindler und Hochstapler verfemt, von Dutzenden Schülern verlassen, ohne Pfennig, ohne Aussicht auf Erfolg zu Lebzeiten und doch, ich habe das Leben entdeckt. Wir gehen auf das Feste und nicht auf das Fließende. Wir gehen auf das Gewisse, auch gut, aber nie auf das Ungewisse. Wir sehen das Ungewisse und Unbekannte nicht als eine Chance. Da in dieser unbekannten Zukunft, sage ich nochmal, ist alles verborgen. Das eine wie das andere. Also kann ich nur darauf zugehen und gucken, was drin ist. Nach einer langen Zeit von persönlicher Verfolgung und froh, den Kriegswirren in Europa entkommen zu sein, kann Reich in den USA endlich aufatmen und in Freiheit forschen. Mein lieber Reich, ich setze keinerlei Vertrauen in die USA, die ignorant, in der Erziehung oberflächlich, auf falsche Art moralisch und überhaupt rückständig sind. Mein lieber Neil, ich finde manchen konservativen Amerikaner sehr viel offener und fortschrittlicher in Fragen des Lebens als den wildesten europäischen Sozialisten. Es gibt doch keinen Zweifel daran, dass das Niveau der Erziehung in den USA im Allgemeinen im Durchschnitt viel höher ist als in Europa. Es wäre eine Gelegenheit zur Korrektur falscher Vorstellungen, wenn du es mit eigenen Augen sähest. Begeistert von der fortschrittlichen Mentalität seiner neuen Heimat, beginnt Reich an der New School for Social Research in New York zu unterrichten. Hier kann er seine naturwissenschaftlichen Forschungen fortführen, die er bereits in Norwegen begonnen hat. Mit Hautwiderstandsmessungen versucht er zu beweisen, dass es einen Energiefluss im Körper gibt, der im direkten Zusammenhang mit den Emotionen steht. In einer Versuchsreihe an Menschen kann er nachweisen, dass Lust und sexuelle Erregung die elektrische Ladung der Haut steigert und Unlust sie vermindert. Für ihn ist so die sexuelle Energie das erste Mal auch physiologisch nachgewiesen. Und was er als Naturwissenschaftler betrachtet hat, war, und es war ja sein Wunsch, letztlich die ganze Psychoanalyse auf eine materielle Grundlage zu stellen, indem man gesagt hat,
diesen Antrieb hinter den neurotischen Störungen, die Kraft dahinter, die möchte ich gerne erforschen. Und er hat die in der Sexualität gefunden oder geglaubt zu finden. Also die Frage, dass man über Triebe nicht nur einfach so als mythische Entitäten, wie Freud das dann ja auch so mit Namen aus der Mythologie belegt hat, sprechen kann, sondern dass man sich Gedanken machen muss, was liegt dem wissenschaftlich gesehen zugrunde? Kann man das vielleicht auch irgendwie messen? Da hat Reich halt weitergedacht, also war Materialist im besten Sinne. Auf den Grundlagen seiner Erkenntnisse im Bereich der Hautwiderstandsmessungen entwickelt Reich in Amerika die Vigeto zu einer Orgontherapie weiter. Während die Vigeto-Therapie noch darauf abzielt, die muskulären Verkrampfungen im Körper zu lockern, versteht die Orgontherapie diese Blockaden als gestaute Energie. Reich geht es darum, diese Stauungen des Energieflusses mittels vertiefter Atmung und Berührungen aufzuheben und in Form von unwillkürlichen Zuckungen und Bewegungen, ähnlich wie beim Orgasmus, freizusetzen. Der Orgontherapeut kennt die körperlichen Funktionen der Emotionen. Es überrascht immer wieder, wie die Lösung einer muskulären Verkrampfung nicht nur vegetative Energie entbindet, sondern darüber hinaus diejenige Situation in der Erinnerung reproduziert, in der die Triebunterdrückung sich durchgesetzt hatte. Jede muskuläre Verkrampfung enthält die Geschichte und den Sinn ihrer Entstehung. Reich hat da sehr, man könnte fast sagen, hart gearbeitet. Das heißt, die blockierte Muskulatur, der Panzer, wie er gesagt hat, sollte aufgelöst werden. Das heißt, er hat mit viel Kraft und viel Druck und teilweise auch schmerzhaft in diese angespannte Muskulatur gegriffen, bis sich der Impuls gelöst hat, bis der Patient entsprechend emotional reagiert hat, ausgebrochen ist, wütend geworden ist, wütend auf Reich oder den Therapeuten. Und im Zuge dessen hat sich sozusagen die alte Emotion mitgelöst, wurde sichtbar, ausdrückbar und hat sich aufgelöst. Und damit hat sich auch die Blockade aufgelöst. My aim is to get the person to understand that whatever happens in the patient's consciousness, it also happens corresponding to something organic. And if a person can understand that body-mind is one unit, then they can learn to use the body reaction to understand what's going on, where they are in the interaction. Der Körper, der Geist und die Seele, wissen wir heute, sind eine komplexe Einheit. Es gibt keine Körperreaktion, in der nicht das Gehirn und die Seele mitbeteiligt ist. Also dieses Simultangeschehen, was Reich für Psyche und Soma sozusagen etabliert hat, gilt auch für die Neurobiologie, die nun die geistigen Konstruktionen dazu nimmt. Das zieht mich nur so zusammen. Wenn ich zum Beispiel einen Asthmatiker habe, dann habe ich eine Blockierung in aller Regel im Brustsegment. Und wenn die Energie sich dort nicht frei bewegen kann, wenn ich dann mehr Energie aufbaue, kann ich zum Beispiel merken, dass die Atmung schwieriger wird. Für einen Asthmatiker häufig. Wenn ich es schaffe, dass es im Brustsegment in dem Fall zu Energieentladungen kommt, zu Bewegungen, zu einem kräftigen Ausschlagen der Arme, wird die Atmung sehr viel leichter und ein Asthmaanfall zum Beispiel wesentlich unwahrscheinlicher. Das heißt, wenn ich in dem blockierten Segment wieder zu einer freien Energiebewegung komme, verschwinden Symptome. Und am Wege dazu tauchen manchmal die blockierten Emotionen, die mal dazu geführt haben, eben auch als emotionaler Ausdruck wieder aus. Symptom is signal, is not a problem. Because if you look upon it as a problem, you kill the problem. Like mosquitoes, like rats, we give them poison. And then the
milieu people comes and say, well, if you kill the rat with poison, it goes into the earth, it goes back to you. So it's not the best way to do it. And there is another, even more valuable way to control your emotions. Modify the response. Rather than get in the habit of getting angry, Jeff can substitute. He can modify his response by seeing the humor in the situation. What good does it do to get angry about this? Es geht ums Denken, ums Scharfdenken, ums eloquent und effektiv sein, um immer am besten immer gut drauf sein. Und für negative, in Anführungszeichen, Emotionen oder für unangenehme, möglicherweise vor allem auch fürs Gegenüber unangenehme Emotionen, ist häufig kein Platz. Und diese Welt, die uns heute vorgegaukelt wird von dem ewig strahlenden Happy People, die genügend Geld verdienen und die immer glücklich sind und immer ein Zahnpasta-Lächeln im Gesicht haben, die ist eben nur eine Fassade und entspricht unserer eigenen Realität oft nicht wirklich. Das heißt, wir haben eigentlich kaum einen Raum und oftmals nicht mal die Erfahrung gemacht, dass wir andere Emotionen auch ausdrücken können. Und dass es, so komisch es klingt, sehr angenehm sein kann, einfach mal richtig traurig zu sein. Die Hypothesen, die Reich aus der praktischen Arbeit mit den Menschen gewinnt, will er auch naturwissenschaftlich belegen. Durch Experimente versucht er, seine gewonnenen Erkenntnisse auf eine physikalische Grundlage zu stellen, damit diese auch in wissenschaftlichen Kreisen Gültigkeit finden. Reichs Bestreben ist es, die Energie des Lebendigen im biologischen Fundament der Zellen nachzuweisen. Dabei entdeckt er zu seiner Überraschung, dass sich abgestorbene Kohlenstoffpartikel nach wenigen Tagen neu organisieren. Um die Partikel bilden sich Bläschen, die plötzlich zu leuchten und pulsieren beginnen. Er nennt diese Bione. Das Bion ist für Wilhelm Reich die elementare Funktionseinheit aller lebendigen Materie. Die Bione sind Vorstufen des Lebendigen, Gebilde des Übergangs vom anorganisch Unbewegten zum organisch Bewegten und kultivierbar. Bläschen, in die jede gequollene Materie zerfällt. Übergangsgebilde vom Nichtleben zum Lebendigen. In Reichs Diagnostik hat eine große Rolle gespielt, dass er Blut sofort nach der Entnahme und das Mikroskop getan hat. Also nicht üblicherweise Fixierung auf einem Objektträger, Behandlung mit einem Farbstoff, was die Zellen abtötet, sondern er hat die lebenden Zellen ohne jede Behandlung betrachtet und meinte da, die Energieaufladung der roten Blutkörperchen sehen zu können. Und das war für ihn auch ein diagnostisches Kriterium für den Energiezustand des Patienten. Also nicht nur den Eindruck, den er vom Sehen, vom Gefühl her über den Patienten hatte, sondern auch, wie seine roten Blutkörperchen mikroskopisch geladen oder eben nicht geladen erschienen. Reich hat viel darüber geschrieben, auch in seiner Erkenntnistheorie in späten Jahren, dass eine Gesellschaftsform, die selber erstarrt ist, eben auch dazu neigt, Erstarrtes, das heißt Totes, zu beobachten. Weil es steht still. Es ist sicher. Man macht praktisch ein Polaroid, eine Momentaufnahme von einem Gewebe und sagt, so ist es auch im Körper gewesen. Und das, obwohl es abgetötet ist und auch noch gefärbt ist, mit zahlreichen biochemischen Farbstoffen. Einer der ganz großen Biochemiker der Welt, der aus dem Nobelpreis alles bekommen hat, ist Erwin Chagaff. Hat einmal gesagt, das, was wir Biochemie nennen, sollten wir eigentlich Nekro, also Todeschemie nennen. Über das Lebendige selbst wissen wir noch gar nichts. Unter dem Mikroskop beobachtet Reich bei den pulsierenden Bläschen ein bläuliches Strahlungsphänomen. Diese Beobachtung führt Reich zum Schluss, dass sich selbst neu organisierende Materie Energie entlädt. Diese Energie ist für ihn die primordiale Lebensenergie, eine ursprüngliche, allem zugrunde liegende Energie des Lebens, die er in Folge Orgon nennt. Ich hatte es offenbar mit einer unbekannten, spezifisch-biologischen, wirksamen Energie zu tun. Die Energie erhielt den Namen Orgon. Diese Bezeichnung deckte sowohl historisch ihre Entdeckung durch die Untersuchung des Orgasmus, als auch die biologische Wirkung, Substanzen organischen Ursprungs aufzuladen. Orgonenergie ist innerhalb und außerhalb von uns vorhanden.
Das Universum ist folglich nicht leer, wie die klassische Physik annimmt, sondern gefüllt mit der pulsierenden kosmischen Energie. Reich sieht in der Lebensenergie Orgon, die entscheidende Komponente, die er in der Grundlagenforschung der Naturwissenschaft vermisst. Und nicht nur damals hat es gefehlt, auch auf Basis all dessen, was wir jetzt über Lebensmechanismen wissen, all die Genetik, all das, was wir kennen und was ja auch erfolgreich ist, lässt noch Lücken offen. Auch heute noch, würde ich das denken. If you talk about Orgon energy, you have to leave the traditional medical, psychological thinking. You are talking about cosmic therapy. And that takes a lot of understanding to explain to people. Mein lieber Reich, ich sah mich zwei Positionen gegenüber. Der des Normalmenschen, der dich liest und sagt, das ist verdammt interessant, aber ich kann es natürlich nicht beurteilen. Und der des Wissenschaftlers, der sagt, falsche Voraussetzungen, unbeweisbare Annahmen, Orgon taugt nichts. Mein lieber Neil, du sagst, dass du in der Naturwissenschaft nicht ausgebildet bist, aber niemand auf der Welt ist bis jetzt in Orgon-Biophysik ausgebildet. Die Frage der Orgonphysik und Biophysik ist keine Frage des Glaubens oder Nichtglaubens, sondern eine Sache der Beobachtung und Erfahrung. Hier haben wir jetzt einen Orgonakkumulator von außen. Der besteht aus einem Holzgerüst. Wir haben eine Holzplatte auch außen rundherum. Hier in der Mitte drinnen haben wir, Doppelschichten aus Stahlwolle und Wolle in dem Fall. Also elektrisch leitenden und elektrisch isolierenden Schichten. Es gelingt Reich, die Orgonenergie, die er zuerst nur als Strahlung der Bione wahrnimmt, zu konzentrieren und sichtbar zu machen, indem er Bionkulturen im Orgonakkumulator platziert. Überraschenderweise strahlt das Orgon auch nach Entnahme der Bionkulturen im leeren Akkumulator weiter. Er folgert daraus, dass Orgonenergie auch in der Atmosphäre existieren muss. Im Zuge seiner Forschungen zu den Bionen, zu mikroskopischen Forschungen, hat er entdeckt, dass da gewisse Strahlungsphänomene vorhanden sind. Und er hat versucht, diese Strahlungsphänomene irgendwie zu objektivieren. Das war immer sein größtes Bestreben. Und hat gemerkt, dass Metall eine bestimmte Wirkung hat, dass diese Strahlung mit dem Metall in Interaktion steht. Und hat dann eine Versuchsanordnung durch mehrere Zwischenschritte und Versuch- und Irrtumsvariationen gefunden, wo er nämlich innen eine Metallfläche hat, die außen von einem organischen Gewebe bzw. organischen Stoffen, man könnte auch allgemeiner sagen, elektrischen Isolator begrenzt ist. Und daher soll sich nach Reich ein Energievektor, eine Energieakkumulationsrichtung in den Innenraum ergeben. Reichs Entdeckung der Orgonenergie betrifft einen fundamentalen Lehrsatz der Thermodynamik. In dieser wissenschaftlich schwierigen und drängenden Angelegenheit wendet sich Reich an Einstein, der postwendend antwortet. Ich bin gerne bereit, Ihre wissenschaftliche Angelegenheit mit Ihnen durchzusprechen und schlage Ihnen vor, mich an einem Nachmittag zu besuchen. Einstein war zu Beginn sehr interessiert, auch teilweise sogar, wie Reich das beschreibt, auch fasziniert, auch erstaunt, dass man sowas wie Energie wahrnehmen kann. Ich erklärte ihm in groben Zügen den bionösen Zerfall der Materie und die Entdeckung der Orgonstrahlung. Ihm war nicht nur jede einzelne Tatsache neu, er wurde auch immer interessierter und erregter. Während dieser wissenschaftlich aufregenden Zeit bezieht Reich 1947 mit seiner zweiten Frau Ilse Ollendorf das Orgonon-Institut, wo er beginnt, ausschließlich an der Orgonenergie zu forschen, mit dem Ziel, sie für die Menschheit nutzbar zu machen. Wir fuhren von den White Mountains nach Maine und kamen zu einem See, wo wir auf einer privaten Besitzung eine kleine Waldhütte fanden, die zu vermieten war. Das große Haupthaus stand leer und so waren wir allein, um uns an dem Frieden und Ruhe des Sees zu erfreuen. Reich machte zu dieser Zeit in der trockenen Atmosphäre dieser Gegend einige wichtige Beobachtungen und dachte, dass dies der ideale Platz sei, Arbeit und Erholung zu vereinigen. Er hatte die letzten paar Jahre
nach einem wirksamen Weg gesucht, die biologische Energie, die Orgonenergie, sichtbar und für physikalische und therapeutische Versuche nutzbar zu machen. Reich konzentriert sich auf die heilende Wirkung der Orgonenergie und startet Versuchsreihen mit Krebsmäusen, deren Tumore er nach eigenen Aufzeichnungen erfolgreich mit Orgonenergie bestrahlt. Damit steht er im Gegensatz zur damaligen Krebsforschung, die radioaktive Substanzen als Heilmittel in der Krebstherapie einsetzt. At the Oak Ridge National Laboratory's Medical Division, radioactive liquids are used by Atomic Energy Commission doctors in the fight against cancer, one of the dread diseases of mankind. Shielded by lead bricks, this solution, gallium 72, is an important tool in cancer research. Here a patient at Oak Ridge drinks an atomic cocktail of radioactive iodine in solution and then is placed on an examination table. Guess I don't have to tell you how I feel. I know how you feel. He will conquer cancer. Die herkömmliche Behandlungsmethode damals beschränkte sich auf Operation und Strahlentherapie. Zytostatika sind praktisch erst so in den 50er Jahren dann in die Krebsbehandlung eingeführt worden, betrafen damals auch nur noch ganz, ganz seltene Krebserkrankungen. Reich hat halt Krebs gesehen als einen Zustand von Energiedefizit. Sehr grob gesagt Defizit, es ist nicht einfach nur ein quantitatives Problem. Und auch von Stagnation von Energiefluss im Körper. Es ist wirklich das Vertrauen ganz tief in unsere Körperlichkeit, in die Selbstheilungstendenzen des Körpers, womit ich nicht meine, dass jemand mit einem Beinbruch nicht in eine Orthopädie gehen sollte oder nicht meine, dass jemand mit einer schweren Infektion keine Antibiotika nehmen sollte. In manchen Teilen ist diese heutige Medizin äußerst gut und besser wahrscheinlich als alle anderen, die es jemals gegeben hat. Aber bei den wirklichen Grunderkrankungen, bei den wirklichen Volkserkrankungen und seien das alle Formen von rheumatoiden Erkrankungen, die wir mal als Rheuma bezeichnen, eine der häufigsten Todesursachen, was man kaum wahrnimmt, wie bei Krebs, bei schweren Autoimmunerkrankungen, ist diese Medizin fast hilflos. Und das sind die Erkrankungen mit den höchsten Todeszahlen, mit der höchsten Mortalität. Und genau Reichs Forschung und seine experimentellen Ergebnisse und seine Ergebnisse in der Behandlung schwerstkranker Menschen weisen in diese Richtung, dass der Selbstheilung, der Selbstregulation eine immense Bedeutung zukommt. She was around 58, 60 when she died. I really don't know for sure. But I do know. I do know it helped. She was on a deathbed. And they brought that accumulator down. I think the first two or three times that she sat in the accumulator, they helped her into it. And after that, she could get in and out of it herself. And she was up and around. She was on a bed when they brought the thing down. And a very short time, she was up and around. And very shortly after they took it away, she just steadily went downhill, passed away. Was mich bei Reich sehr angezogen hat, war diese, in einem sehr umfassenden Sinne ganzheitliche Sichtweise, dass er eben auch nicht nur von der Krankheit, von Krankheiten oder von Symptomen gesprochen hat, sondern auch einen Gesundheitsbegriff für mich, da er in die Medizin reingebracht hat, die ich vorher nicht so gefunden hatte oder der mir nicht so klar war. Also dass zum Beispiel die Krebserkrankung nicht nur eine lokale Erkrankung ist, vom Darm, wo der Tumor da meinetwegen wächst, sondern dass das wirklich eine Erkrankung des ganzen Menschen ist. Und das habe ich da im Krankenhaus sehr direkt auch erlebt, indem ich manchmal auch längere Gespräche mit Patienten führen konnte. Das ist heute wahrscheinlich noch weniger möglich, als es damals möglich war, weil die Zeit immer enger wird für fürs Personal da. Aber also dass zum Beispiel Patienten, die austherapiert waren, die also ihre Operation hinter sich hatten und vielleicht auch schon bestrahlt worden sind, dann nach Hause gegangen sind oder kurz vor der Entlassung waren und
dann mich fragten, ja, Herr Doktor, und was denn jetzt? Und also eine Frage, die eigentlich zeigt, dass die Patienten ein Gefühl hatten, dass da noch etwas fehlt. Also dass sie, dass da zwar etwas rausoperiert worden ist und dass es, sag ich mal, jetzt die Funktion einigermaßen wiederhergestellt ist oder war, aber dass trotzdem noch etwas fehlte in ihrem Leben. I think that cancer in many ways can be a way for many people to obtain a greater spiritual knowledge. So therefore meditation, trying to align with your